Und ich habe mir aufgeschrieben, was war dann die Schlagzeile? 1,15 Milliarden Menschen tun es. Gemeint war, über Facebook kommunizieren. Und das war wie das gelobte Land, sozusagen, was Besseres kann uns gar nichts passieren. Die absolute freie, ungefilterte Kommunikation mit allen, keine Grenzen. Ja, wie gesagt, das gelobte Land schien nahe, fast zum Greifen. Und heute, 5 Jahre später, schaut es ein bisschen anders aus. Es schaut aus, als wenn es weiter weg wäre als je zuvor. Und als wenn das sozusagen ein Instrument wäre, viele Werte, die wir uns hart erkämpft haben, die wir eigentlich sehr lieb gewonnen haben und die unser innerstes Wesen auch ausmachen, dass die jetzt in Gefahr zu sein scheinen. Und das alles lasst uns ein bisschen ratlos zurück. Ja, die schöne neue Welt der Kommunikation hat also ganz schnell innerhalb von ein paar Jahren schon ein paar hässliche Falten bekommen. Ich glaube, du wirst ein paar neue mehr entdeckt haben in den letzten Wochen bei den Midterm-Elections. Vielleicht auch ein paar Lichtblicke. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was du zu erzählen hast, Peter Bleckner. Danke. Danke. Ja, freut mich, dass so wenig Sitzplätze noch frei sind. Hässliche Falten entdeckt man in meinem Alter, vor allem dann, wenn man in den Spiegel schaut, auch von Tag zu Tag mehr. Damit ist eigentlich schon die Überleitung gemacht, was Sie nicht von mir erwarten können. Für alle, die mich da das erste Mal sehen, vor allem auch das erste Mal sehen, ich bin kein Social-Media-Berater. Und ich bin das aus zutiefst Überzeugung, also kenne mich da technisch nicht besonders aus. Ich kann Ihnen auch keine besonders guten Tipps geben, wie Sie Ihre Werbeeuros am besten dort verteilen. Das alles interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Mich interessiert, welchen Einfluss Social Media, und das war der ursprüngliche Ansatz, auf die Veränderung der Medienlandschaft insgesamt hat. Auch die Wechselwirkungen zwischen Social Media und der Medienlandschaft. Und in immer rasanterem Maße und mit immer größerem Erschrecken, welch gravierende Auswirkungen Social Media auf die Veränderung unserer Gesellschaft hat. In einem Tempo, das ich, glaube ich, keine und keiner hier erwartet hat. Mich überrascht es immer wieder. Zum Hintergrund, warum traue ich mich dennoch, mich jedes Jahr im Herbst hier hinzustellen? Ich habe seit 10 Jahren gemeinsam mit einem Masterstudiengang für politische Kommunikation immer die Wahlen in den USA besucht. Das war also vor 10 Jahren, 2008, die erste Obama-Wahl. Eine Woche in Washington, Hintergrundgespräche 4-5 pro Tag mit Lobbyisten, mit Thinktanks, da weiß man ja nach Frank Agenda Austria mittlerweile auch in Österreich, was das ist, mit Abgeordneten, mit Beratern, mit Parteienvertretern, einfach um zu ergründen, wie dieses amerikanische demokratische System funktioniert. Und Inge Fasser hat recht, das war natürlich bei Obama, ich würde sagen, ich war nicht so euphorisch wie die meisten, das war ich sicher nicht, aber durchaus optimistisch gesehen. Das war eine andere Zeit. Wenn Sie sich zurückerinnern, Obama, ich habe das zwar bis zum Überdruss schon als Schmäh gemacht, das war aber letztlich der erste Politiker seit Che Guevara, den Sie ungestraft am T-Shirt tragen konnten, ohne dass Sie vollkommen out waren damit. Plötzlich hat man wieder einen, der von Andy Warhol gestaltet wurde, das war ein Politiker, das darf doch nicht wahr sein. Ungefähr so war die Euphorie vor 10 Jahren und die Euphorie war in Europa größer als in den USA. Mit genau dem Gegenteiligen bin ich vor 2 Jahren zurückgekommen, so wie Sie in Europa und in Österreich alle erschrocken sind, wahrscheinlich, oder der Großteil erschrocken ist über den Ausgang der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016. Zur Erinnerung, das war parallel zu unserem Präsidentschaftswahlkampf, der damals ja noch bis in den Dezember hinein gedauert hat. So bin ich in den USA erschrocken, obwohl ich 2 Wochen davor über das Land gereist bin und dort nur pro Trump entdeckt habe. Lediglich in der einen Woche in Washington D.C. war vollkommen klar, das macht die Hillary, da braucht man überhaupt nicht nachdenken, das ist der langweiligste Wahlkampf ever. Wir sind mittlerweile etwas schlauer.
Ich bin dieses Jahr 3 Wochen wieder dort gewesen, 2 Wochen über das Land gefahren, aber auch Städte, habe mir Chicago angeschaut, war in Philadelphia und die letzte Woche wieder in Washington D.C. Ursprünglich mit der Hoffnung, dass es ein bisschen einen Umkehrschwung geben könnte. Jetzt haben Sie alle wahrscheinlich die Ergebnisse gelesen, ich weiß nicht, wie Sie sie interpretieren. Meine Interpretation ist komplette Desillusionierung. Und zwar, weil das System, das Trump schon an die Spitze gebracht hat, einfach weiter funktioniert. Man kann es nicht anders sagen und es wird auf die Spitze getrieben werden. Ich hoffe, dass unser Erwarten dann nicht zu brutal ist, wenn es wirklich auf die Spitze getrieben wird. Das möchte ich als Vorrede machen. Das heißt, Sie werden also ein permanentes Ping-Pong erleben jetzt zwischen USA und Österreich einerseits und andererseits auch zwischen Medien und Politik. Inge Faucher sagt immer, ich sollte die 90 Minuten womöglich nicht allzu weit überschreiten. Es nähert sich dann doch meistens in Richtung 2 Stunden. Ich werde mich bemühen. Dennoch bitte ich alle, wenn es Fragen gibt, sie möglichst gleich zu stellen. Wenn es zu sehr den Fluss stört, dann werde ich schon sagen, okay, jetzt muss ich mal weitermachen. Ich glaube, das ist gescheiter, als wenn wir ganz bis zum Schluss warten. Zum Einstieg. Ich habe mal rausgekitzelt, so wie jedes Jahr, das ist ja etwas schwer herauszubekommen, wie schaut es denn überhaupt aus? Das macht nichts, wenn Sie die Zahlen jetzt nicht lesen können. Es ist relativ leicht zu erkennen. Der Balken ganz oben, das ist Facebook. Facebook hat Ende 3. Quartal 2018 2,2 Milliarden Nutzer weltweit. Wie Facebook diese Nutzer misst, wie Facebook das sagen kann, es sind Nutzer, bleibt letztlich in dem Fall immer noch Facebooks Geheimnis, das sind Firmenangaben. Es sind Firmenangaben wie bei den meisten Social Media Unternehmen. Darauf kann man nicht oft genug hinweisen. Und hüten Sie sich bitte davor, diese Angaben mit Marktforschungsergebnissen zu Medien, klassischen Medien in Österreich, in Europa oder sonst wo zu vergleichen. Es gibt einfach andere Grundlagen dafür. Letztlich ist Facebook über die Jahre relativ transparent in diesen Firmenangaben geworden. Wir werden das danach auch noch sehen. Aber nur zur Dimension, ca. 2,2 Milliarden Menschen nutzen Facebook, 1,9 Milliarden Menschen nutzen YouTube. Wir neigen in Österreich dazu, immer von Facebook und Co. zu reden. Oft reden wir auch von Facebook, Twitter und Co., was ja schon 2 komplett unterschiedliche Plattformen auch in der Wirkungsweise sind. YouTube wird extrem vernachlässigt, um auf eine Folie vorzugreifen, die dann noch kommt. Ca. 55% der Österreicherinnen und Österreicher schauen sich auf YouTube das Video an. Und Facebook, Twitter und Co. sind letztlich nichts anderes als Vertriebsmaschinen auch noch für diese Videos. Wenngleich Facebook YouTube nicht unbedingt bevorzugt, weil das vom Konkurrenten Google stammt. Dann haben Sie WhatsApp. Bei WhatsApp habe ich gestern eine nette Anekdote erlebt. Ich hatte eine intensive Diskussion mit einem Bürgermeister einer gar nicht so kleinen Stadt, wo es darum ging, die analoge Mobilität zwischen Stadt und Land sicherzustellen. Und er hat mir im Brustton der Überzeugung erklärt, er hat jetzt nicht das Wort Teufelszeug verwendet, aber er braucht das alles nicht. Er ist seit so vielen Jahren erfolgreicher Bürgermeister, das stimmt übrigens auch. So etwas wie Facebook, Twitter und den ganzen Schmarrn hat er überhaupt nicht notwendig. So, ja, und verwenden Sie irgendwas davon? Ja, also Facebook sicher nicht, das weiß man ja, also das mit den Sicherheitsrisiken und so weiter, das nehme ich nie, aber WhatsApp ist voll super. Naja, da lachen wir dann drüber. Da lachen wir dann etwas drüber, weil es dann dieser ältere Herr gewesen, der zwar politisch sehr erfolgreich ist, aber vielleicht Social Media mäßig nicht unbedingt der ahnungsvollste. Ich habe aber am gleichen Tag auch jemanden getroffen, der im Publikum saß, war 16 und der hat mir gesagt, na, Facebook ist aber so etwas von fad und das ganze Sicherheitszeug überhaupt nicht gelöst, der ist längst auf Instagram. Also, was ich damit sagen will, das Wissen um Hintergründe ist zumindest generationsübergreifend verheerend. Also so gesehen ist Social Media in einer Tradition mit den klassischen Medien. Alle reden drüber und im Grunde genommen wissen die wenigsten Leute wirklich Bescheid, vor allem nicht über die ökonomischen und letztlich auch gesellschaftspolitischen Grundlagen des Ganzen. Um es dann weiterzumachen, das nächste dort ist der Facebook Messenger mit 1,3 Milliarden, dann folgt noch, was ist das? Oh, WeChat, das kennen wir bei uns gar nicht so, Instagram mit ca. 1 Milliarde Nutzer und so geht es dann
schön langsam runter. Hier sehen Sie das in Österreich viel diskutierte Twitter, stagniert seit Jahren bei ungefähr 330 Millionen Nutzern weltweit. Stagniert, wiewohl es den wahrscheinlich prominentesten, ja, die prominenteste Galionsfigur hat, die es überhaupt geben kann, nämlich POTUS. Twitter hat für den Präsidenten of the United States, POTUS, einen eigenen Account geschaffen. Entschuldigung, da gibt es noch einige Netze. Einen eigenen Account geschaffen. Wir wissen mittlerweile, dass der aktuelle Präsident der USA diesen Account nicht sonderlich nutzt. Nicht sonderlich ist natürlich relativ. Also POTUS, auf dem Account finden Sie derzeit ca. 25 Millionen Follower. Das ist nicht so viel, denn der Real Donald Trump, das ist der private Account von Herrn Trump, hat 55 Millionen Follower. Spannend ist, und das vergessen wir auch, wenn wir uns über Twitter, Trump, Missbrauch bzw. eine Art von Regierungsform mit diesem Tool unterhalten. Schauen wir uns mal seinen Vorgänger an. Den finden Sie immer noch unter POTUS 44. Sobald er nämlich zurückgeht, kriegt er einfach die Nummer des Präsidenten. Hat dort noch 20 Millionen Follower. Und wenn Sie bei Barack Obama auf die privaten Twitter-Accounts schauen, naja, dann schaut der Herr Trump ziemlich alt aus. Das wird ihn nicht besonders freuen. Obama hat nämlich 103 Millionen derzeit. Die macht Twitter folgen. Aber, wie Sie vielleicht auch schon bemerkt haben, ein ganz anderes Nutzungsverhalten als sein Nachfolger. Das heißt, bei ihm ist es nicht unbedingt gefährlich, wenn er schlecht geschlafen hat und früher aufsteht. Sie wissen, die frühen Morgens-Tweets von Trump sind meistens die, die besonders harsch sind. Sagen wir mal so. Um aber dennoch auf die Plattform einzugehen, die bei uns am meisten genannt wird, na, dazwischen möchte ich noch etwas anders zeigen, um auch zu relativieren, die Größe von Facebook. Was Sie hier haben, ist eine Darstellung, wie sich seit 2013, genau das Jahr, als wir das erste Mal gestanden sind, die wirtschaftliche Nutzung, ich glaube, das kann man schon sagen, solcher Social-Media-Plattformen entwickelt hat. Das betrifft die Fortune Top 100, das sind die 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt, Umsatz, also nicht Gewinn. Und da sehen Sie, dass 2018, wenig überraschend, LinkedIn, ein Jobnetzwerk, vor allem akademisch basiert, den höchsten Nutzungsgrad hat. Das heißt, nahezu jedes Top 500 Unternehmen der Welt nutzt LinkedIn. Deswegen habe ich mich letztes Jahr dazu verstiegen zu sagen, ich glaube, über kurz oder lang wird Xing vielleicht ein Schicksal erleiden, wie es StudiVZ hatte. Hier hat übrigens der Marketingchef dann sehr, sehr groß angerufen, der hat das mitbekommen. Es gibt nach wie vor Eigenangaben von Xing, dass Xing mehr hat in Österreich. Wir werden das dann sehen. Und es gibt Schätzungen, dass LinkedIn weniger hat. Objektive Zahlen gibt es aber beide. Aber gleich nach LinkedIn kommt schon, und das ist dann wahrscheinlich für uns überraschend, Twitter für Unternehmen. Also Wirtschaftsunternehmen sind durchaus der Meinung von Herrn Trump, dass das vielleicht das bessere Tool ist für ihre Absichten, als es Facebook ist. Das folgt nämlich erst auf Platz 3, dann YouTube, das ist der rote Balken, dann Instagram und dann noch Blogs, die man einfach selbst erstellt. Davon etwas gesprungen, zeige ich Ihnen, wie sich Facebook entwickelt hat, weil es bei uns natürlich immer noch am meisten genannt wird. Das ist die weltweite Entwicklung von Facebook. Hier geht es um das zweite Quartal 2018. Das dritte ist noch nicht in der Form veröffentlicht. Das ist eine Original-Facebook-Grafik, auf die müssen wir uns dann verlassen. Wenn Facebook schon einmal zugibt, dass es Rückgänge hat, nicht insgesamt, aber erstmals in Europa, dann ist das beachtlich. Dann gibt es ungefähr das wieder, was viele von uns spüren, vielleicht nicht unbedingt meine Generation spürt. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon einmal gesagt habe, ich bemerke derzeit auf Facebook, dass die Gruppe, die am meisten neu hinzukommt, das ist die Generation 55 plus, 60 plus, das sind nämlich die, die noch nicht drauf sind. Ich habe das letzte Mal in einer Studierendenrunde gefragt, 25 Leute, einfach bei unserem Amerika-Aufenthalt wurde es abgefragt von einem Vortrag, auf welchen Plattformen seid ihr denn? Hat mich überrascht, dass da nicht einmal mehr ein Drittel auf Facebook aktiv war. Und das sind Leute zwischen 25 und 50, berufsbegleitende Studierende, aber alle auf Instagram. Alle auf Instagram, sehr, sehr wenige auf Twitter und nur noch ein Drittel auf Facebook. Je älter ich den Schnitt mache, desto eher habe ich dann alle auf Facebook. Je jünger ich es mache, desto weniger.
ich glaube, das kann man sagen. Insgesamt hat es dazu geführt, dass Facebook auch durch die Skandale, gerade in den letzten Monaten, wahrscheinlich hat es früher auch schon Skandale gegeben, aber die wissen wir noch nicht, erstmals einen Rückgang. Sie sehen das, das hier ist Europa, der zweite Balken, unten sind die USA. Wir sind derzeit bei 279 täglichen Nutzern, 279 Millionen tägliche Nutzer. Laut Eigenangaben, und wenn Sie das vergleichen, 279 sind genau 3 Millionen weniger als im ersten Quartal 2018. Allerdings, wenn wir mit Jahresquartale vergleichen, sogar 8 Millionen mehr als letztes Jahr. Das heißt, Stagnation oder sehr verlangsamtes Wachstum auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Na, sag mich. Ungefähr mit der Denkvoraussetzung sind wir in die USA gekommen und mit einem, würde ich sagen, hoffnungsmachenden Gedanken im Hinterkopf, dass die Spaltung der USA, die man 2016 erlebt hat, zwischen Demokraten und Republikanern, dass die endlich ein Ende hat. Ich möchte Ihnen sehr ans Herz legen, wenn Sie selber weiterschauen wollen, wenn Sie selber nachgraben wollen, wie diese Entwicklungen sind, nach wie vor das Pew Research Center. Sie finden vom Pew alles im Netz, alles frei zugänglich, alles extrem transparent. Pew, der Name ist keine Abkürzung, sondern der Name einer Familie, die mit Öl Geld gemacht hat, nennt sich nicht einmal mehr Think Tank, sondern nennt sich Fact Tank. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter von Pew hat das Verbot, Meinungen dazu zu äußern. Sie sind extrem auf Datensammlungen spezialisiert, arbeiten mittlerweile weltweit, haben große Bestrebungen, globale Surveys zu machen, machen sie zum Teil auch noch, sind insbesondere in Medien und Politik sehr stark und das seit vielen Jahren. Was Sie hier sehen, ist eine Entwicklung von 1994 bis 2017, wie sich die amerikanische Gesellschaft letztlich entwickelt hat. Ganz vereinfacht ausgedrückt, früher hatten linke Republikaner mit rechten Demokraten enorme Überschneidungsmengen. Ich glaube, die haben wir durchaus auf Vergleichsebene zu jener Zeit, als Österreich noch großteils im Zwei-Parteien-System mit einer ganz kleinen dritten Partei war. Da haben sie auch, würde ich sagen, okay, sie haben die Parteimitglieder, aber von der Wählerschaft her große Überschneidungsmengen, vor allem auch Werte-Überschneidungsmengen zwischen ÖVP und SPÖ, um das Beispiel heranzuziehen. Sie sehen, wie das immer noch mehr auseinandergeklafft ist. Die jüngste Untersuchung bis dato war 2014, da war das noch ein bisschen schmaler. Das stammt jetzt 2017, August 2018 und die Pew-Leute haben auch gemeint, es sei stagniert seitdem zumindest, nicht noch weiter auseinandergegangen. Aber es bedeutet, und das haben uns unsere Gesprächspartner in den USA übereinstimmend gesagt, früher, also an einem plastischen Beispiel, war die Frage, wenn die Tochter, sagen wir Tochter, können es umgekehrt machen, einen Freund mit nach Hause bringt, in den USA schon, ist das jetzt ein Afroamerikaner? Das war so ein Knackpunkt. Das war wirklich ein Knackpunkt. Im Grunde genommen haben die USA mit Rassismus immer noch ein Problem, das gestehen sie natürlich auch ein. Mittlerweile ist, wenn das eine demokratische Familie ist, schon die Frage, ist das schon der Sohn von einem Demokraten? Wenn nicht, gibt es ein Problem. Wenn nicht, gibt es ein Problem. Freundschaften zerbrechen, Familien zerbrechen, so zerklüftet, so gespalten ist diese Nation mittlerweile. Wir haben zuhauf Beispiele gehört, wie aus persönlichen Bekanntenkreis, und das über alle Sozialschichten hinweg. Wie gesagt, nein, wenn das ein Trump-Wähler ist, wenn das ein Republikaner-Wähler ist, dann nicht. Und umgekehrt ganz genauso. Wobei, und das muss man dazu sagen, und wenn Sie Rückschlüsse zu Österreich ziehen wollen, dann ist es Ihre Sache. Pew Daten hat, Sie können das dann weitergeben, wesentlich härter und wesentlich abweisender gegenüber den politischen Gegner, und zwar deutlich in Prozentpunkten, sind die Demokraten. Die Demokraten sagen viel eher, nein, mit denen nicht. Eher sind noch die Republikaner bereit, das andere zu akzeptieren. Der Unterschied ist um die 10%. Das sagt auch etwas.
das ist eine Grundlage für die Wahl, und sagen, okay, was hat das jetzt alles mit Social Media zu tun? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Social Media war letztlich der Hebel, um das zu bewirken. Das ist erst, und deswegen steht hier auch das Jahr 2004, Facebook ist mittlerweile ein Teenager, Facebook ist 14 Jahre alt. Sie sehen, was da passiert ist, und es ist mit dem Hebel Social Media passiert. Man kann es nicht deutlich und häufig genug sagen. Es ist gerade in Österreich noch viel zu wenig bewusst, wie mächtig das geworden ist. Es ist auch deshalb zu wenig bewusst, weil, gegen Vorwurf muss man klassischen Medien machen, viel zu spät erkannt wurde, dass hier, wenn denn die Medien eine vierte Gewalt sind, die klassischen, längst eine fünfte Gewalt da ist, die nicht nur im Wettstreit mit der vierten, sondern mit allen anderen steht. Und im Gegensatz zur vierten vollkommen unkontrolliert agiert. Zwei Drittel der Amerikaner beziehen mittlerweile Nachrichten über Social Media. Zwei Drittel der Amerikaner. Das heißt, zwei Drittel der Amerikaner suchen sich genau die Blase aus, in der sie die Nachrichten bekommen, die ihnen gefallen. Das stagniert. Sie sehen hier die Entwicklung von 2016 auf 2018. Ja, okay, von 26 auf 27%. Aber zwei Drittel der Amerikaner reicht. Und ich wollte die Charts nicht noch einmal bringen dieses Jahr. Ich habe Ihnen letztes Jahr Charts gezeigt, ebenfalls von Pew, die Generationen genommen haben. Die Generation Babyboomer, das bin ich zum Beispiel, verglichen haben Mediennutzungsverhalten der Generation Millennials. Und da ist ganz klar herausgekommen, das wird insbesondere ORF-Vertretern sehr zu denken geben, dass die Rolle, die heute noch das Lokalfernsehen in den USA hat, noch ist das Lokalfernsehen, Local TV, der wichtigste politische Informant der Amerikaner, noch vor Social Media. Natürlich nutzt Local TV auch den Vertrieb über Social Media, dass diese Rolle sehr schnell abgelöst wird durch Facebook. Die Werbung, die kleine Zeitung mit sich macht, trifft genau den Punkt, wo dann aufgestanden ist, na, ich habe es auf Facebook gelesen, reicht nicht. Aber allein, dass Facebook diesen Status bekommen hat, sagt ja schon sehr viel. Früher hat man gesagt, woher hast du das? Aus der Zeitung. Aus dem Fernsehen. Aus dem Radio. Den Sender hat man auch gar nicht dazu gesagt, weil in der jeweiligen Verbreitungsregion eh klar war, was gemeint war. Auch wenn das Krone Kleine jetzt vielleicht in der Steiermark unterschiedlich sehen möchte. Und jetzt sagt man aus Facebook. Die meisten können nicht sagen, darüber gibt es auch Untersuchungen, sagen, welche Quelle es dann wirklich war, die da auf Facebook verteilt wurde. Und diesen Umstand machen sich natürlich neben klassischen Medien mittlerweile Interessensgruppen jeder Art und nicht nur die Fortune Top 500 zunutze, sondern natürlich insbesondere auch politische Parteien. Ich habe Ihnen hier noch, eben zu den durchwegs Pew-Daten, ich sage dazu, wenn sich die Quelle ändert, aufgelistet, wie dann die Reihenfolge ausschaut, wo sich die Amerikaner am meisten informieren. Und da sehen wir, dass die angeblich stagnierende, rückläufige Stellung von Facebook sehr relativ zu betrachten ist. Für 43% der Amis ist das Facebook. Da geht es wirklich um Nachrichten, nicht darum jetzt einfach Witze oder Sonnenblumen oder Sonnenuntergänge anzuschauen, dann YouTube mit nicht einmal der Hälfte davon, dann Twitter. Also auch trotz aller Unternehmen, die auf Twitter sind, trotz aller Tweets unseres Herrn Präsidenten, nicht unseres, des dortigen Präsidenten, ist es nach wie vor Facebook. Die Erklärung dafür ist als einfach, es funktioniert ganz anders, es funktioniert wesentlich, würde ich mal sagen, breiter in der Anlage der Unterhaltung als etwa Twitter. Ich habe jetzt wieder vergessen, was Reddit ist. Wir haben schon mal geredet. Reddit ist eine Plattform, die sich in Europa noch überhaupt nicht durchgesetzt hat. Überhaupt nicht, ne? Die Österreich zahlen für Reddit uns jetzt dann nicht? Nein, überhaupt nicht, ne? Also die Österreich zahlen von Reddit würde ich bei Null sehen. Naja, 60.000 sonst in Reddit Austria. Stop Reddit Austria, oder? Ja, auf Reddit Austria kann man sich ein. Ja. Subscriben und dann wird das halt
Aber es sind auch Eigenangaben, oder? Das sind Angaben wiederum von Reddit selber. Ja. Bei einer Österreich-Gruppe 12.000 Leute sind, glaube ich. Wir werden das auch sehen. Ich komme dann zu den Österreich-Zahlen. Wir haben zum Beispiel, wir haben wirklich keine Palästin-Zahlen. Wenn Sie schauen, wir haben über Twitter nach wie vor die Angabe, die es immer gegeben hat, zu Twitter 150.000 in Österreich. Ist das jetzt zu viel? Ist das zu wenig? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, weil die Sekundärberichterstattung über Twitter in Wirklichkeit das Problem ist. Wäre das nur die Blase, wenn Sie sich anschauen, wer in Twitter in Österreich, wenn Sie sich die Top 500 Twitterati in Österreich anschauen, dann sind, glaube ich, 450 aus Wien und von den 450 sind wahrscheinlich so um die 400 Journalisten und Politiker. Das ist abschreckend für den Rest der Menschheit. Das sage ich jetzt überspitzt, Sie merken, wenn ich etwas überspitzt sage. Interessant ist nicht, dass Snapchat hier letztlich stagniert, aber auch ich bin vor einem Jahr noch da gestanden, vor zwei Jahren, und habe gesagt, Snapchat boomt ziemlich. Snapchat hat sich unter anderem Pulitzer-Preisträger geholt, hat sich CNN-Leute geholt, um ins Nachrichtengeschäft zu kommen, weil letztlich für Social-Media-Plattformen dann doch vielleicht Ähnliches gilt wie für Fernsehstationen. Man braucht es image-technisch, man braucht für die Glaubwürdigkeit und so weiter, braucht man wirklich Information, nicht nur Unterhaltung. Aussage eines sehr erfolgreichen, sehr bekannten Social Media, nicht nur Beraters, auch Professors an einer Universität in Washington, Alan D. Rosenblatt, hat gesagt, damit hat sich Snapchat selbst ins Knie geschossen. Vollkommen falsche Strategie, denn die Leute sind nach Snapchat gegangen, um genau das zu vermeiden und jetzt geht es dort auch noch los. Die wollten einfach nicht von Trump, von Hillary Clinton dort auch noch angebaggert werden. Ein Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Washington hat uns allerdings gezeigt, was auch versucht wurde, speziell in diesem Wahlkampf, Tinder. In einigen Bundesstaaten haben Gouverneure versucht, über Tinder zu punkten. Eine Dating-App. Das heißt, man hat sich zuerst gematcht, ist dann übrig geblieben und die zweite oder dritte Frage ging dann schon in Richtung, ja, ich wüsste da einen tollen Kandidaten. Sie können die Folien natürlich danach haben, wir können sie gerne verteilen. Ich habe Ihnen einfach hier, das ist von den letzten Reihen schwer zu sagen, die unterschiedlichen Nutzerprofile der einzelnen KD-Kanäle noch einmal dargestellt, beziehungsweise nicht ich, sondern von Pew Research übernommen. Und Sie sehen hier, Facebook hat mittlerweile in den USA einen ganz, ganz starken weiblichen Überhang. Nahezu zwei Drittel sind Frauen. YouTube immer noch deutlich männlich. Twitter nahezu ausgeglichen. Instagram auch ganz, ganz stark weiblich dominiert. Also 59 zu 41. LinkedIn, Berufsnetzwerk, ganz, ganz stark männlich. Snapchat, wiederum Frauen. Wenn Sie versuchen, sich einen Reim darauf zu machen, dann bedient das letztlich Klischees. Das bedient Klischees, dass Frauen die besseren Kommunikatoren sind. Kommunikativer. Das Klischee hergibt es bei uns lange, bevor Social Media rausgekommen ist. Sonst gibt es dafür nicht viel Erklärung. Interessant ist, wenn Sie sich dann anschauen, White, Non-White, also die nicht weiße Bevölkerung in den USA. Auch hier werden einige Klischees bedient. Vor allem, wenn Sie schauen, je bilderlastiger etwas ist, siehe Instagram, desto eher Non-White. Das hat etwas mit Bildungsstatus zu tun, mit Bildungszugang. Dass nach wie vor afroamerikanische Bevölkerung, hispanische Bevölkerung, asiatische Bevölkerung im Schnitt die niedrigere Formalbildung hat. Auch weniger Bildungszugang nach wie vor. Sind dazu Fragen? Sonst gehe ich drüber. Ich habe mich so erschrocken. Gut, dann gehe ich mal in etwas anderes passieren. Als Grundlage für all das, wie kann es denn die Gesellschaft spalten? Naja, es kann doch die Blasen spalten, indem jede und jeder bekommt, was er will. Sie bemerken das, wenn Sie auf Facebook sind. Na, wer ist denn von Ihnen nicht auf Facebook? Mach es mal so. Das ist mittlerweile die deutlich einfachere Fragestellung als umgekehrt. Okay. Umgekehrt, wer ist von Ihnen auf Twitter? Das
weit überdurchschnittlich, würde ich sagen. Instagram? Okay, wenn ich es richtig sehe, Instagram, Twitter in etwa Gleichstand, ein bisschen mehr Instagram. Snapchat, glaube ich, erst Frage. Oh, doch, Snapchat. Wer ist nicht auf WhatsApp? Okay, danke. Nun, im Grunde genommen gibt es ja ein Hauptargument, wieso sich die, die den Begriff Social Media für sich pachten konnten, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole in den Jahren, das ist eigentlich der größte Marketing-Clou, der ihnen gelungen ist, erstens sozial zu sein, laut Namen, und andererseits Medien zu sein und andererseits nicht so sehr abzulehnen wie den Medienstatus. Wie nichts kämpft Facebook so sehr, kämpft Twitter so sehr, Instagram alle, wie als Medium behandelt zu werden, und zwar rechtlich als Medium behandelt zu werden. Warum? Als Medium habe ich Verantwortung für die Inhalte. Und zwar auch, wenn die Inhalte nicht von mir stammen. Davon weiß jeder Chefredakteur, ein traurig Lied zu singen, wie anstrengend das oft ist. Ich habe auch Verantwortung für Leserbriefschreiber. Der Kampf, den all diese Plattformen am meisten fechten, auch gegen die EU, die es in die andere Richtung treiben will, ist bloß nicht zum Medium zu werden. Das könnte nämlich sein, dass dann das ganze Geschäftsmodell schlagartig kaputt ist. Die Argumentation, warum sie kein Medium sind, ist paradoxerweise vor allem davon getragen, dass sie eigentlich ein mittlerweile vielleicht einer der wichtigsten Vertriebskanäle für Medien geworden sind, für klassische Medien. Das interessanteste oder einer der interessantesten Facts von der Wahl nach Trump 2016 war, dass in der Wahlnacht nicht CNN, nicht New York Times, nicht Washington Post am meisten geteilt wurde, sondern Breitbart News. Damals im November 2016 wussten die höchstens ein paar Leute, die davor intensiv in den letzten zwei, drei Wochen vor der Wahl Medien gelesen haben, was das überhaupt ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch spannend anzuschauen, wie verorten denn die Amerikaner ihre eigenen Medien? Das stammt noch von 2014. Da gab es Breitbart News schon. Sie finden, wenig überraschend, Breitbart News hier. Sie finden dort den Glenn Beck Program, die Sean Hannity Show, The Blaze, die Rush Limbaugh Show und Breitbart. Das sind rechte Plattformen, die komplett ignoriert wurden von dem, was Trump Mainstream Media nennt, was Rechtspopulisten, machen wir es mal weg aus Österreich, wie die AfD Systemmedien nennen. Das Problem ist, es wurde ignoriert, es wurde nicht einmal wahrgenommen. Und sie haben da die meistgeteilte Plattform vom Wahlabend von Trump. Und haben da natürlich eine Erklärung, worum es überhaupt geworden ist. Sie haben hier den Drudge Report und sie haben die viel gelästerten Fox News, das ist etwas, was man halt in Europa versteht, weil es ein normaler Fernsehkanal nur ist, den man sich 20 Sekunden anschaut und dann weiß man, wie er tickt, nämlich sehr, sehr rechts. Der ist nicht einmal gerade so rechts. Das hier ist viel, viel bedenklicher. Umgekehrt, Yahoo, Wall Street Journal, schon links der Mitte. CBS, Google, Bloomberg, ABC, USA Today, NBC, CNN, MSNBC und so weiter. Das heißt, sie haben eine riesen Übermacht nahezu der gesamten klassischen Medien, die von der Bevölkerung links der Mitte wahrgenommen werden. Und das ist repräsentativ. Und darin liegt ein großes Problem. Und wenn Sie Assoziationen zu Österreich haben, dann seien Ihnen die nicht unbenommen. Mögen Sie durchaus auch als Medienkritik sehen. Dabei geht es nicht darum, Dinge gut zu heißen, aber allein die Wahrnehmung ist über Jahre verschoben. Wenn Sie das heute machen würden, und ich habe ganz, ganz bewusst sehr viel ferngesehen dort auch, was vielleicht nicht unbedingt das Tollste auf einer US-Reise ist, aber es ist natürlich spannend. Mein Englisch-Amerikanisch ist nicht so herausragend. Doch mit zuen Augen höre ich sofort, ob das MSNBC ist oder ob das Fox News sind. Und MSNBC, das mag aus unserer Sicht vielleicht von unseren Ansichten her anders sein, macht im Grunde genommen also nichts besser als Fox News. Die machen es halt mit den Links.
und Fox News machen das Mitte rechts und die jeweiligen Gegner sagen dann, es ist nicht Mitte links, sondern es ist ganz links, sondern es ist ganz rechts. Nur empfunden wird es nicht so. Am ehesten bemüht sich derzeit noch von den klassischen Kabelfernsehsendern, das sind ja die Kabel-Networks und nicht die großen, CNN um eine halbwegs ausgewogene Berichterstattung, Spitzname der Talking Heads, das sind dort immer 4-5 Leute, die sprechen oder sind sie so aufgefädelt, aber auch die gelten als links der Mitte. Das ist wichtig, um sich diese Entwicklung erklären zu können. Das war das für mich Spannendste. Ich habe die ganzen Tage immer vor der Wahl drauf gewartet. Was Sie hier sehen, ist ab 1997 zumindest eine Detailauswertung der längsten Vertrauensfrage, die in den USA nach Medien gestellt wird. Nämlich seit 1972 fragt das Gallup-Institut das Medienvertrauen ab. Mit der immer gleichen Frage, ich glaube, es geht ungefähr so, ob korrekt, vollständig und fair berichtet wird. Der Höhepunkt war ungefähr erreicht, als die Watergate-Affäre aufgedeckt wurde. Da hatten 76% der Amerikaner enormes Medienvertrauen. Das war auch in den 70er Jahren. Ab 1997 hat man es aufgeschlossen, man hat geschaut, okay, man fragt die Demokraten und die Republikaner, beziehungsweise die denen nahestehen, wie das Medienvertrauen ist. Und jetzt sehen Sie, was in den letzten Jahren passiert ist, unter dem Eindruck von Social Media. Das Medienvertrauen in klassische Medien ist 2016 auf den absoluten Tiefpunkt in den USA gesunken, auf 32%. Das war auch eine Meldung bei uns, in Österreich auch. So Randspalte, 32% Medienvertrauen, zu viel muss man darüber nicht schreiben. Was nicht drin gestanden ist, ist, dass das Saldo bei den Demokraten damals noch positiv war, 51%, bei den Republikanern nur noch 14%. Und darin sehen Sie verborgen, warum letztlich niemand, zumindest in der veröffentlichten Meinung, geglaubt hat, dass Trump gewinnen kann. Die Republikaner gewählt haben, die Trump gewählt haben, die haben die klassischen Medien nicht konsumiert, die wurden von den klassischen Medien nicht wahrgenommen, die hatten andere Kanäle, die hatten Breitbart oder sonst was. Und in dieser Wirkung unterschätzen wir bis heute noch, was Breitbart zum Beispiel beim Brexit gemacht hat. Das könnten genau diese paar Prozentpunkte gewesen sein. Breitbart war ganz klar eine Plattform der Brexiteers in Europa. Hatte ursprünglich den Plan, auch nach Deutschland zu gehen, hat ihn dann auch verworfen. 2017 hat im gesamten deutschen Sprachraum, ich habe das mehrfach gegoogelt, versucht, nicht eine Zeitung überhaupt über diese Umfrage berichtet. Das Erschreckende war nämlich, insgesamt haben sich die Daten erholt, sind deutlich hinaufgegangen, nur bei den Republikanern ist er auf 14% geblieben. Und wer hat die Wahl gewonnen? Das waren, glaube ich, die Republikaner. Und bei den Demokraten auf 72% gestiegen. Auch diesmal null Meldung wert. Und das Spannende, und das hat für gewissen Optimismus bei mir gesorgt, bei den Republikanern von 2017 auf 2018 von 14 auf 21% ansteigendes Medienwachstum. Das ist eine Steigerung von 50% in einem Jahr. Das ist gewaltig. Das hat mich zum Schluss vielleicht im Moment mal, es könnte endlich der Zenit überschritten sein. Und bei den Demokraten absoluter Rekordwert, wie man es überhaupt noch nicht hatte, seitdem er unterschiedlich ausgewiesen wird. Ich war naiv. Im Grunde genommen zeigt es, ist ja dieser Unterschied nicht geringer geworden. Der ist ja gleich geblieben. Der Graben blieb gleich groß. Es könnte ja auch sein, dass mittlerweile die Republikaner auch schon Plattformen als Medien verstehen, die wir vielleicht gar nicht so als Medien sehen. Dass man andere Vorstellungen davon hat, was ein Medium ist. Wenn ich da hinausgehe, werden vielleicht viele Leute Facebook als Medium sehen. Auch wenn das rechtlich nicht so ist. Um da kurz einzuhaken. Wir sind am 21. Oktober hinübergeflogen. Sie können sich erinnern, da waren gleich danach die, aus meiner Sicht, in den USA habe ich das sehr erschreckend empfunden, die Briefbombenserie. Die Briefbombenserie, wo zahlreiche Trump-Kritiker vor allem Briefbomben bekommen haben. Ich glaube, dass das in Österreich ja besonders erschrecken kann. Wir haben ja damit auch unsere Erfahrungen, vor allem es gehört, glaube ich, zu den gemeinsten Mitteln überhaupt, einfach eine Bombe zu verschicken.
Können Sie sich an die Reaktion von Trump noch darauf erinnern? Auch in den USA wurde es nach 3 Tagen schon weg, hat kein Mensch mehr darüber geredet. Die Reaktion von Trump darauf war ein Tweet, in dem er geschrieben hat, die Fake-News-Medien sind der wahre Volksfeind. Das war die Reaktion von Trump darauf. Das heißt, er hat in so einer Situation, wo die hohe Schule der politischen Kommunikation immer sagt, da muss sich die Nation hinter dem Präsidenten stellen, der Präsident muss integrativ wirken, genau das Gegenteil gemacht. Salz in die Wunde gestreut, noch mehr gespalten. Was war wenige Tage später? Attentat in Pittsburgh, der folgenreichste, schlimmste antisemitische Anschlag in der gesamten Geschichte der USA. Wie hat Trump darauf reagiert? Pflichtprogramm, vollkommen unempathisch. Am nächsten Tag wieder losgelegt mit rassistischen Tönen gegen die Karawane von Migranten, die aus Mexiko kommt. So wie er jetzt sagt, okay, die Kalifornier sind selbst schuld, wenn er Wald brennt, die sollen das machen wie die Finnen und ein bisschen mehr den Boden sauber halten. Das mag jetzt lustig vorkommen, aber natürlich ist Kalifornien der liberale, der Demokratenstaat schlechthin. Das ist Feindstaat für Trump. Das heißt, er versucht, diese Kluft so breit wie möglich zu machen. Warum macht er das? Weil im Grunde genommen immer mehr Amerikaner sich über die Jahre als unabhängig empfinden, das sind die hier. Es gibt da von Pew noch höhere Werte, auch wenn sie es de facto nicht sind. Sie sind dann schon eher bei den Republikanern, eher bei den Demokraten. Das heißt, im Grunde genommen ist es auch kein echtes Zwei-Parteien-System mehr. Im Grunde genommen fehlt der Anspruch, wie auch in Österreich ursprünglich mal da war, Volkspartei zu sein für beide. Der funktioniert nur noch aufgrund von Wahlsystem, dass man letztlich immer in zwei Parteien kommt. Wenn der fehlt, brauche ich ja nicht mehr als 50%, weil der fehlt, muss ich ja nicht mehr Leute integrieren, die nicht meine Stammwähler sind. Also ist die Strategie dahinter, polarisieren und mobilisieren. Ich versuche, die Ränder zum Wählen zu bringen. Und in der Mitte habe ich ja, Leute sitzen, wie Sie jetzt alle, die ziemlich desillusioniert und nicht unbedingt freudig schauen. Und dann doch noch wählen. Schnitt. Gehen wir nach Österreich. Zeige ich Ihnen zuerst einmal, wie die Österreicherinnen und Österreicher die Medien wahrnehmen. Das wird die kleine Zeitung freuen, wie nah sie an der Mittellinie ist. Hier ist die Nulllinie, das heißt, die kleine Zeitung wird minimal von allen abgefragten Medien, ist es das Medium, das der Nulllinie am nächsten kommt. Die Zahlen sind nicht von Pew, die Zahlen stammen aus dem Digital News Report des Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford. Die österreichischen Daten dabei werden immer von der Universität Salzburg erhoben, unter Professor Trappel. Den kann ich ebenso empfehlen für seine Seriosität wie das Pew-Institut. Das ist auch vor allem einer der besten Medienökonomen des Landes, muss ich sagen. Der nämlich auch immer die wirtschaftliche Seite sieht und nicht nur die gesellschaftliche. Ja, schau. Oh, ich war ungerecht. Der ORF ist noch näher dran. Entschuldigung. Ich gehe. Ich nehme es okay. Danke. Aber das war einfach so groß. Das hat keine Erwartung. Ist klar. Ich habe es noch rechtzeitig entdeckt. Aber ich denke, es ist letztlich für privatwirtschaftliches Unternehmen natürlich noch bemerkenswerter. Der ORF sollte ja auch unbedingt dort sein. Alle anderen Medien, das muss man auch einmal klarstellen, können sich im Grunde genommen da positionieren, wo sie wollen. Das ist ja so dieses große Missverständnis in der Bevölkerung, Medien müssen unabhängig sein. Quatsch, wenn die kleine Zeitung will, kann sie links- oder rechtsradikal sein, solange sie die Gesetze einhält. Aber es ist spannend, dass die Presse links der Mitte wahrgenommen wird. Dass der Kurier links der Mitte wahrgenommen wird. Die Selbstwahrnehmung von Herrn Brandstätter wäre ganz andere gewesen. Und der Falter ist gar nicht mehr ausgegangen. Also ich weiß nicht, wie sehr das nicht gefilmt wird. Man darf das im blauen Trend natürlich nicht sagen, aber die Oxford haben relevante Medien. Nein, ich kann Ihnen das schon. Na, aber zum Thema Falter ließe ich schon was haben. Wir kommen dann am Ende noch drauf, wenn wir schauen, wie die einzelnen Social Media Akteure in Österreich sind. Ja, eben. Dann sehen wir auch,
dass es nicht der Falter ist, sondern es ist Social Media Clank, der den Falter macht. Und zwar in hohem Maße. Der Falter hat zwar als eines der ganz, ganz wenigen Medien von Media-Analyse zu Media-Analyse zugelegt. Wir haben mal gerade 10-Jahres-Vergleich angeschaut. Das ist ja soeben erschienen, die 2017er, 18er. Da steht der Falter fast 50% besser da als vor 10 Jahren. Aber 50% von 1% sind ja 1,5%. Also, um es nur so zu sagen. Und der ist natürlich vor allem ein Hauptstadtphänomen, der vor allem durch die Sekundärberichterstattung stand im Falter, wurde im Falter. Für den Falter war es, ich glaube, Weihnachten, Ostern und was, Geburtstag von Klenk und Toner zugleich, als der ORF sich entschlossen hat, mit dem Falter gemeinsam ein Investigativteam zu bilden. Weil dann vom Öffentlich-Rechtlichen permanent genannt zu werden, ja, so billig Marketing kann es gar nicht haben. Entschuldigung. Diese Y-Achse nach oben, also wie es nach oben geht. Hui, da müsste ich dir jetzt ehrlich gesagt nachschauen. Okay. Da müsste ich dir jetzt nachschauen. Gute Frage. Gute Frage. Ich werde versuchen, das zu beantworten. Ich kann ich es mit Mail dir beantworten? Ja, ja. Entschuldigung, bin ertappt worden. Es könnte, ich schaue jetzt gerade, es könnte Reichweite sein. Es könnte Reichweite. Na, kann es nicht sein, weil der Stand. Weil der Standard. Dann könnte es, Moment mal. Das kann es nicht sein, ich glaube, dass die Größe ist die Reichweite, weil sonst passt das von vorhin so F zu sehr. Ja, Größe kann es sein, stimmt, ja. Ich bezweifle da überhaupt nicht die Seriosität, am wenigsten von Kollegen Dappel, aber wenn News vorkommt und Profil nicht, entdecke ich da eine gewisse Schwäche. Ja, ja. Obwohl. Ich wundere mich, dass News vorkommt in dem Konzert, weil wenn wir die Gesamtreichweiten von News oder Profil anschauen, mittlerweile ist das Profil größer schon als News, wenn ich die jüngste Medienanalyse anschaue, dann gehören eigentlich beide nicht hinauf. Vor allem, wenn ich dann wieder denke, es ist wöchentliches Erscheinen und ihr habt da eigentlich, abgesehen von den Bezirksblättern, durchwegs relevante Tagesmedien. Und das ist, macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich einen Tagesrhythmus habe oder ob ich nur einmal in der Woche komme. Aber stimmt natürlich, ja. Aber um bei den Leuten vom Reuters-Institut bzw. Salzburger Uni zu bleiben, ich habe Ihnen letztes Mal, ich habe es vor allem deswegen gebracht, gezeigt, wie das Eurobarometer in einer Spezialumfrage bzw. auch im normalen Eurobarometer wesentlich höheres Medienvertrauen in Europa und noch einmal viel, viel höher in Österreich feststellt. Und das immer wieder, das sind eigentlich relativ beruhigende Zahlen für uns sind. Die kriegen ein bisschen was anders raus. Die Zahlen sind zwar auch noch nicht schlecht und sehr, sehr gut im internationalen Vergleich. Die bringen zum Beispiel heraus, dass Österreich wahrscheinlich weltweit der am meisten noch am Papier hängende Medienmarkt ist. Also das ist Schlaraffenland für Tageszeitungen, auch wenn alle jammern. Schlaraffenland für Wochenzeitungen, Schlaraffenland für gedrucktes überhaupt im Vergleich zu anderen. Österreich insgesamt und Wien ganz besonders. Reden Sie mal mit einem Berliner Zeitungsmacher. Der hat andere Probleme. Der staunt nur noch, was bei uns möglich ist. Aber das hat natürlich auch was mit der hohen Marktkonzentration zu tun, oder? Wenn die Hälfte aller Tageszeitungen in der Hauptstadt erscheint und die Hälfte sind 7 Zeitungen, dann heißt das etwas. Aber immerhin, an die 50% vertrauen noch in Fernsehen, in Printmedien. In traditionelle Online-Medien sind es immerhin noch 40%. Da steht online ohne soziale Medien und Blogs 40%, aber soziale Medien und Blogs auch schon 30%. Nur, was bei allen zu beobachten ist, rückläufig, von 2017 auf 2018, rückläufiges Medienvertrauen. Wir hinken ein wenig den USA nach bei diesen Medienentwicklungen in allem. So etwas ist ein Menetekel, auch wenn es nur ganz, ganz wenig ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes Vorzeichen für das, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Als Medienmacher würde ich mal das ganz genau anschauen, wie die Daten gehen und schauen, wie ich dagegen reagieren kann. Weil ein Phänomen fällt in den USA auch auf, falls die Pew weitergehen, ich wollte nicht zu viele amerikanische Grafiken rausnehmen. Die meisten Amerikaner wissen schon, dass die Nachrichten gar nicht so vertrauenswürdig sind, die sie via Social Media bekommen. Das ist ihnen vollkommen bewusst. Es ist ihnen wurscht. Es geht nämlich gar nicht so sehr darum, dass die Nachricht stimmt, sondern es geht mehr darum, in dieser Peer Group zu sein.
Es ist im Zweifelsfall wichtiger, als dass das wahr ist. Mit denen dabei sein. Meine Haberer. Es gibt auch mehrere europäische Untersuchungen mittlerweile, dass dieses Dazugehören letztlich den Wunsch nach Wahrheit, was immer das ist, überwiegt. Das fand ich dann ganz interessant, wie sehr sich die Nutzung verschiebt, wenn ich zuerst darüber geredet habe, okay, das ist immer noch Schlaraffenland für Papiermedien, für Printmedien. Hier haben Sie den Überschneidungspunkt 2017 der Generationen, da lag also ungefähr, wenn es 25 bis 34 ist, würde ich mal sagen, bei 29 Jahren, wo es kippt. Bei 29 Jahren war die Trennlinie, alle die älter sind eher bei den traditionellen Linien, alle die jünger sind eher bei den digitalen. Jetzt ist der Punkt schon hier. Sie sehen, wie rasant das geht. Das ist jetzt schon 37, 38, innerhalb eines Jahres fast ein Jahrzehnt verschoben. Und da merken Sie, obwohl das die geburtenschwächeren Jahrgänge sind, die danach kommen, wie rasant die Entwicklung sein wird. Das, was uns Pew für die USA prophezeit, dass dort Facebook das neue Lokalfernsehen wird, das erleben wir in der gesamten Mediennutzung wahrscheinlich viel, viel schneller, als wir das so in einer Grafik darstellen können. Das Ganze wird natürlich nicht nur durch die jungen Generationen getragen, sondern auch durch ein verändertes Mediennutzungsverhalten. Und wenn ich versuche, eine ehrliche Vorstellung davon zu haben, was ich mir gedacht hätte, wenn ich letztlich die gleiche Mediennutzung hätte wie mein Vater, will ich gar nicht dran denken. Mein Sohn ist 25, ja, der ist auch auf Facebook. Der ist nicht auf Twitter, sagt Papa, lass den Quatsch. Der ist halt auf Instagram und so. Im Grunde genommen nutzen wir ähnliche Medien. Weit über alle Generationen weg. Das heißt, es wird nicht nur durch die Jungen gepusht. Hier einfach für Sie, wie, und das finde ich spannend, eine andere Ermittlung über diesen Digital News Report, die Nutzung von Marken ist, letztlich gesamten Medienmarken. Hier offline, das heißt also nicht digital, ORF, ORF 1, also ORF 2 ganz oben, ORF 1, dann Kronenzeitung, dann Ö3, dann Puls 4 schon als Nachrichtenübermittler, Offline-Quellen. In Österreich. Na, jetzt. Hier Online-Quellen. Es wird den ORF freuen, er ist auf dem richtigen Weg. Er ist eigentlich dort dominanter als im Offline-Bereich. Wesentlich mehr. Ich glaube, wir vergessen das immer, wir reden vom ORF oft so, meistens reden wir über Fernsehen, denken schon viel zu wenig ans Radio, und wir vergessen, dass er trimedial Marktführer ist. Er ist es ja auch im Digitalen, wenn ich jetzt nicht Plattformen nehme, die wir haben, sondern einfach auch irgendwie nachrichtlich orientierte Plattformen, die nicht nur unterhalten. Dann ist der ORF ja auch online. Letztlich, seit er online gegangen ist, 1997, das sind dann also schon 21 Jahre, ja, Marktführer. Ja. Und hier sehen Sie die Nutzung von Social-Media-Quellen in Österreich. Wenig überraschend, wenn WhatsApp, und das werden wir später sehen, auf nahezu 90% aller Smartphones installiert ist. Das dunkle Balken ist 2018, Sie sehen dahinter die Entwicklung 17 und 16, YouTube, Facebook, über 60%. Facebook Messenger, 30%. Instagram, 20%. Wenn Sie, ist zwar ein deutlich geringeres Niveau, aber wenn Sie sich den Sprung anschauen, bestätigt die Zahlen das, was Instagram über sich selbst sagt. Instagram sagt über sich selbst, dass sie 2017 ihre Accountzahl in Österreich verdoppelt haben. Von 1 auf 2 Millionen. Accountzahl heißt ja so nichts. Sie haben auch einen Account und waren nur drin. Aber letztlich tendenziell ist Instagram sicher auch in Österreich das am dynamischsten wachsende Netzwerk. Und hier sehen Sie die reine News-Nutzung. Da ist es bei Facebook rückläufig. Da hat Facebook Glaubwürdigkeit eingebüßt. Immer mehr. Hat natürlich etwas damit zu tun, was dort geteilt wird. Hat vielleicht auch etwas mit der Facebook-Strategie. Na, dafür ist es zu jung.
könnte wahrscheinlich verstärkt werden durch die neue Facebook-Strategie, die im Grunde genommen alle institutionellen Angebote, letztlich also auch von Medienhäusern, zurückreiht hinter alles, was der normale User macht, weil sie eben letztlich in diese Ursprünge wiederkommen wollen. Könnte aber dann doch ausgehen, weil die zweite Facebook-Strategie dieses Jahres, die in Europa noch gar nicht so angekommen ist, weil sie ursprünglich nur in den USA ausprobiert wurde, regionalen, lokalen Inhalt so weit wie möglich vorzureiten, da wissen wir noch nicht, wie sehr das bei uns greift. Im Grunde genommen verbirgt sich dahinter der Angriff auf das nächste Mediengeschäftsmodell. Das Mediengeschäftsmodell, das hierzulande noch am besten funktioniert, sind natürlich Regionalmedien, ganz klar. Die globalen sind längst durch Social Media erschüttert worden, die nationalen spüren es enorm. Auf der regionalen Ebene ist für Facebook noch etwas zu holen. Deswegen versucht es genau dort vorzudringen und versucht andererseits natürlich institutionelle, also Unternehmen, Medien zurückzudrängen, um dorthin zu kommen. Es wurde teilweise missverstanden, auch in der österreichischen Berichterstattung. Wenn man sich den Post von Mark Zuckerberg anschaut, genau ansieht, dann schreibt er nämlich nicht davon, dass er lokale und regionale Medien im Algorithmus künftig bevorzugen wird, sondern dass er Publisher bevorzugen wird. Und ein Publisher ist für Zuckerberg jede Nutzerin, jeder Nutzer von Facebook. Also da geht es eher in Richtung, okay, wir machen uns den Bürgerjournalisten. Ja, medienrechtlich aber etwas problematisch derzeit in Österreich. Wird auch immer problematischer werden. Es gibt ja die ersten Urteile, wo ganz klar gesagt wird, Moment mal, Sie sind aufgrund Ihrer Freundeszahl oder sonst irgendetwas, muss Ihnen klar sein, dass Sie wie ein Journalistin agieren. Deswegen unterliegen Sie letztlich dem Gleichstand. Das Problematische dann für dies ist, dass es für die Einzelperson gilt, die dort agiert, aber dass immer die Plattform außer Obligo ist. Und da fehlt meiner Meinung nach immer noch ein einheitliches Vorgehen europäischer Regierungen über die Europäische Union. Es wird der geringstmögliche Hebel sein, um dort etwas zu verändern. Weil solange das nicht wirklich ein Medium ist mit der gesamten Verantwortung, wird im Grunde genommen immer es auf den Einzelnen und die Einzelne abgewälzt. Einerseits das und andererseits, es kommen ja neue EU-Richtlinien raus, Leistungsschutzrecht, audiovisuelles Mediendienstrecht. Aber die Deutschen haben jetzt zum Beispiel den Medienstaatsvertrag und da wird, ich habe nachgefragt, im September Österreich vom deutschen Gesetz betroffen sein. Ja. Also das heißt, österreichische Medien, die in deutscher Sprache agieren und sich an deutsche Kunden quasi in Inhalten und Werbung richten, die werden dann auch unter deutsches Recht fallen, sofern sie auch in Deutschland finanziell Einnahmen lukrieren. Aber das ist noch nicht ganz durch, weil sie, also noch im Grunde ist ja der Streit, vielleicht auch im Standardbericht gestern oder vorgestern auch sehr, sehr groß, wurde ein Interview mit der einzigen Vertreterin der Piraten im Europäischen Parlament gemacht, weil das Problematische am neuen Leistungsschutzrecht in der Europäischen Union, wie ich beachtet, ist, dass es ja die einzelne Userin, den einzelnen Nutzer eher benachteiligt. Es erfüllt ganz gut die Interessen klassischer Medien. Nicht ganz, aber zum Teil schon. Aber so die klassische Bloggerin, der klassische Blogger oder überhaupt der, der etwas postet, der könnte, wenn es wirklich genauso beschlossen wird, durchaus Schwierigkeiten kriegen. Also gilt vor allem für jede Form von Bildberichterstattung aus dem öffentlichen Raum. Das könnte ganz heftig werden. Ganz letzter Punkt, es kommt zu einem Zwei-Klassen-System außerdem, weil natürlich die Pflichten sind wir gleich wie bei Medien, aber die Rechte, wie zum Beispiel Redaktionsgeheimnis oder Auskunftsmöglichkeiten, die fallen dann wiederum flach, was ich weiß. Was die erste Frage war, als wir den Demokratiebericht vorgestellt haben, war die erste Frage eines Journalisten, warum wir nicht endlich im Demokratiebericht drüber schreiben, dass er als Journalist das Redaktionsgeheimnis hat und deswegen nicht sagen muss, mit wem er essen geht und deswegen es von der Steuer abziehen kann. Es gibt gewisse Interessenslagen in der Branche. Hier sehen wir, dass es vergleichsweise wirklich den österreichischen Medien extrem gut geht, wenn es um Vertrauen geht. Das, was ich zuerst gesagt habe, dass die Amis es wirklich längst schon wissen, dass das Zeug alles nicht stimmt oder vieles davon nicht stimmt, schaut hier noch ganz anders. Das ist hier was Einsicht. ORF-Nachrichten. Wer ORF-Nachrichten schaut, 66% haben enormes Vertrauen.
dann geht's runter. Die Presse, der Standard, Kurier, Servus TV, Nachrichten, Bezirksblätter, Puls 4 Nachrichten, keine Zeit und so weiter. Das heißt, das eigene Publikum. Das sind extrem hohe Werte. Das kostet nur 50%, aber die haben wirklich Vertrauen. Wir haben in Österreich auch eine Umfrage, die in alle 2 Jahre gemacht wird, im EFK-Monitor, da wissen wir, wo das Medienvertrauen abgefragt wird, da sind die Werte noch deutlich höher. Ich glaube, dass in der klassischen Medienbranche noch zu wenig verankert ist, dass das letztlich die zentrale Frage ist, die Vertrauensfrage. Das ganze Geschäft, unter Anführungszeichen, und ich möchte eben nicht als Geschäft nur verstanden wissen, sondern wirklich als Demokratie politisch unverzichtbar, wirklich absolut unverzichtbar, hängt aber daran, wie viel Vertrauen habe ich, wie viel Vertrauen genieße ich. Und das ist das Problem, das hinter der Polarisierung steckt, auch in den USA. Wenn das Vertrauen komplett unterminiert wird in etwas, dann haben wir irgendwann mal einen anderen Staat. So, grundsätzlich, bevor wir in die Niederungen oder Gebirge in Österreich gehen, das sind die jüngsten Zahlen online in Österreich. Ich habe Ihnen unten die steirischen Zahlen hingeschrieben, das sind jeweils Prozent der über 14-jährigen Bevölkerung. Ganz kurz, gestern genutzt ist so viel wie Tagesreichweite, ist täglich genutzt. Das heißt, in der Steiermark etwas mehr als 3/4 aller Steirerinnen und Steirer über 14 sind täglich online. Spannend ist dabei, wenn ich es österreichweit sehe, ihr könnt es dann auch noch matchen, sind schon über 40% der über 70-Jährigen täglich online, mit ab und zu mal drin. Wir sehen da auch die Weiterentwicklung von Smartphones mit großen Tasten, beziehungsweise großen Flächen, Tablets und so weiter. Ja, das macht es einfach einfacher. Ich brauche jetzt aber die 50-30 Punkte. Auch nicht überraschend, dass E-Mail die meistgenutzte Anwendung ist. Aber bitte aufpassen, das ist in den letzten 4 Wochen jetzt die Nutzung. Und hier wird bestätigt, wie stark soziale Netzwerke genutzt werden. In der Steiermark 46,7%, also fast die Hälfte aller Steirerinnen und Steirer über 14, würde die unter 14-Jährigen dazunehmen, bin ich über der Hälfte wahrscheinlich, nutzen Social Media. Wenn da hier steht, naja, einmal in 4 Wochen, ja, stimmt schon, das ist nicht täglich. Nur das sind letztlich Vergleichszahlen und offiziellen Angaben auch dieser Plattformen. Wenn Sie Online-Zahlen hören, wenn Sie Internetzahlen hören, grundsätzlich, ob das jetzt klassische Online-Webseiten sind, Homepages, oder ob das Social Media Angebote sind, fast durchwegs wird angegeben die Nutzerzahl pro Monat. Ich zeige Ihnen am Ende noch einmal, ich habe das schon mehrfach getan, was das bedeutet, wenn man das dann auf den Tag runterbricht. Da bleibt nämlich nicht annähernd so viel davon übrig. Und das wäre dann das, mit dem ich die Leserzahl klassischer Zeitungen, die Hörerzahl von Radio, die Seherzahl von Fernsehen vergleichen müsste, nämlich der Tageszeitweise. Also das, 46,7%, entspricht eigentlich ziemlich genau dem, was Facebook als Größe für Österreich derzeit anbietet, 3,9 Millionen Nutzer. Hier habe ich es Ihnen aufgezählt, das sind die verfügbaren Zahlen, mit genauer Skepsis zu genießen, die ich Ihnen jetzt schon mehrfach vorgetragen habe, nämlich Eigenangaben geschätzt. WhatsApp eben 88% aller Smartphones, YouTube 54% aller Österreicher, die sich über YouTube-Videos anschauen, 3,9 Millionen Facebook-Nutzer, 2 Millionen Instagram-Accounts, Xing auch Eigenangabe, 1 Million Accounts, LinkedIn 800.000, bloß von außen geschätzt, Twitter 150.000, auch bloß von außen geschätzt, alle Unternehmen geben keine Österreich-Zahlen mehr. Noch schaut im Portal schon nicht alles. Ich habe versucht, Ihnen aus der jüngsten Media-Analyse, erschienen vor ungefähr einem Monat, Media-Analyse 2017 auf steirische Zahlen rauszukitzeln, und zwar klassische Media-Nutzungszahlen, damit Sie einfach Vergleiche haben. Das ist jetzt tägliche Nutzung.
Entschuldigung, das ist nicht Mediathek, das ist Webanalyse. Das ist die österreichische Webanalyse, das heißt, das sind die Online-Auftritte, die von der Webanalyse, ist eine Multimethodenforschung, die einerseits auf Übermittlung der Datenbestände, andererseits klassische telefonische Umfrage, drittens Online-Befragung beruht. Gilt eigentlich als härteste Marktforschung für Medien in Österreich überhaupt. Dann sehen Sie, wenn Sie die Steiermark nehmen, 428.000 Unique User pro Tag für die kleine Zeitung. 360.000 für die Krone, 320.000 beim Standard, 280.000 mein Bezirk, das ist die Webseite der Woche. Dann weiter der Kurier 260.000, die Presse 202.000. Ich habe da deswegen einen Schnitt gemacht, das sind Tageszeitungen. Dann habe ich zwei Gratiszeitungen, heute mit 226.000 und 247.000 in der Steiermark. Was wir dann schon ganz deutlich sehen ist, online bricht natürlich Marktgrenzen auf. Wenn Sie jetzt nur die Papierversionen sehen, dann ist der Standard unter 5%. Und wenn wir also in der Steiermark und in allen, in den meisten anderen Bundesländern auch, die Presse in allen Bundesländern, ausgenommen Wien, Niederösterreich, Burgenland, unter 5%. Online können Sie es komplett aufbrechen. Das gilt natürlich insbesondere für den Standard, auch für seine Österreich-Zahlen, wir werden es noch sehen. Der Standard kommt online auf ein ähnlich großes Publikum wie auf Papier. Das schafft sonst keine Zeit. Nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern letztlich bloß ein Reichweitenmodell. Er hat gerade dadurch Schwierigkeiten. Und hier haben Sie den ORF. Der ORF bringt es mit seinen Angeboten noch ein bisschen mehr als die kleine Zeitung. Also sie sind alle ORF-Angebote natürlich, die unter orf.at zusammengefasst werden. Es ist nicht nur Landesstudie oder Regionalberichterstattung, also deswegen auch hier ein Strich. Und mit dem müssen sich alle 7-1 interaktiv Angebote von, die erste Gruppe nochmal, Pro7, Sat1, Puls 4 ausklären. Und da gehören ja noch dazu Kabel 1 und diverse andere Sender. Und die haben einen gemeinsamen Auftritt, dann die Marketing. Und das wäre die wahre Vergleichszahl. Das heißt, all diese Privatsender zusammen bleiben jetzt zum Beispiel in der Steiermark auf etwas mehr als der Hälfte des ORF. Und habe da dann auch noch dazu genommen, weil auch da was News Network ist nicht etwa die Homepage von News, da die gesamte Magazingruppe lange, lange alle Hausaufgaben verschlafen, sondern alle Magazine von Österreichs größten Magazinverlag unter einem Dach kommen dann zusammen auf 234.000 Steiermark. Da ist also News dabei, da ist Profil dabei, da ist der Trend dabei, da ist die Autorevue, die Golfrevue, da ist Gusto und diverses anderes noch dabei. Ganz hinten noch ein Player, den man komplett unterschätzt, gmx.at. Ist wieder etwas, was wir nicht unbedingt auf unserem Radar haben, ist aber eine Seite, auf die alle, die GMX-E-Mail-Adressen haben, natürlich mal wieder hingreifen. Das nutzt die Page, um immer Informationsangebote zu machen. Und diese Informationsangebote werden auch genutzt, insbesondere von einer sehr jungen Nutzerschaft. Spannend, wenn Sie dort schauen, auch wie dort die Prioritäten gesetzt werden, in der Nachrichtengewichtung. Oft ganz, ganz anders, oft ein guter Hinweis, ja, wohin sollte es denn gehen, wenn ich die Jungen erreichen will? Auch Geschichten anders aufgezogen. Hier habe ich Ihnen nach 3 Jahren jetzt mal erneuert, einfach ein Beispiel herausgeholt, damit Sie sehen, was es ausmacht, ob die Angaben monatlich sind für ein Medium, wöchentlich oder täglich. Die kleine Zeitung hat monatlich 1,5 Millionen Nutzer für natürlich wird sie diese Zahl nennen, aus marketingtechnischen Gründen. Alle anderen tun es auch. Aus der ÖWA kriegen sie zum Beispiel gar nicht genau heraus, wie wöchentlich und wie täglich die regionale Publikumszahl ist. Wöchentlich sind es aber nur noch 665.000 und täglich sind es nur noch 194.000. Warum ist das wichtig? Weil dann klar wird, wieso die kleine Zeitung eigentlich immer noch, so wie alle anderen, abgesehen vom Standard, enormen Wert auf die Papierausgabe legen muss, obwohl das wahnsinnig viel kostet. Sie hat nämlich täglich 760.000 Leser auf Papier. Das ist ein Verhältnis von fast 4 zu 1. Vor 2, 3 Jahren war das noch 7 zu 1. Es wird eh immer kleiner. Und dann sehen wir auch, warum die Krone, insbesondere im Social-Media-Bereich, enorme Anstrengungen gerade in den letzten 2 Jahren unternommen hat,
um einmal so etwas wie einen digitalen Auftritt zu bekommen. Bei der war bis vor wenigen Jahren das Verhältnis noch 10:1. Da war die Krone zwar insgesamt auch noch größer, aber sie hat enorm aufgeholt, hat fast schon das gleiche Verhältnis von Papier zu Digitalem erreicht, wie die Kleine Zeitung, 4:2:1. Die Krone hat nicht mehr ganz 2,1 Millionen Leser, laut jüngster Media-Analyse in Österreich. Online sind es täglich nicht ganz 500.000. Dass dieser Online-Auftritt funktioniert, hat in hohem Maße mit dem Twitter-Auftritt von Herrn Schmidt zu tun, dem Chefredakteur der Krone Online, der einfach sehr aggressiv, sehr zugespitzt dort agiert, der durchaus, würde ich mal sagen, sich bei Trump einiges abschaut. Der im Grunde genommen eben diese Polarisierung auch spielt, die im Blatt selbst gar nicht so stark gemacht werden kann, weil sonst diese Mehrheit nicht habe. Online polarisiert er teilweise viel, viel mehr. Und dann können wir sagen, Moment einmal, das ist jetzt meine Privatmeinung. Sie, am ehesten schafft diesen Ausgleich, meiner Meinung nach hat er ihn schon geschafft, der Standard. Der Standard kommt auf 525.000 Leser, und jetzt sage ich, laut Media-Analyse 2017-18. Wenn Sie diese 525.000 durch seine verbreitete Auflage in der Auflagenkontrolle von 2017-18 dividieren, dann kommen Sie auf 7,2 Leser pro Papierausgabe. Und deutsche Experten meinen, da gäbe es eine gewisse Plausibilitätslücke. Nehmen wir mal deutsche Experten. Was Sie da merken ist, dass die Markenstärke einfach da ist. Dieses guten Tag, mein Name ist Oskar Donner und so weiter. Also, und dann der Hinweis der Befragung, ich sage das hier immer wieder, bitte denken Sie jetzt nur an die Papierausgabe, nur an die gedruckte Ausgabe. Das ist ja wieder der Hinweis, bitte denken Sie nicht an einen blauen Elefanten und plötzlich hast du einen blauen Elefanten vor den Augen. Das heißt, die Medienmarktforschung, wie wir sie kennen, ist aus meiner Sicht längst an ihre Grenzen gekommen. Ich frage mich, warum da immer noch um die 2 Millionen Euro pro Jahr hineingesteckt werden. Es ist ein relativ unglaubwürdiges Marketinginstrument geworden. Und wie gesagt, bitte achten Sie darauf, auf das Kleingedruckte. Das beginnt schon da und geht dann weiter mit Marktanteilen, Reichweiten, aber das werden wir vielleicht nächstes Frühjahr hier wieder mal besprechen können. Was relativ wenig beachtet wird, wenn die Medien, die klassischen Medien dargestellt werden, ist, wie sie selbst, und zwar institutionell jetzt, das ist ein Riesenunterschied, auf Facebook, auf Twitter agieren. Mit ganz unterschiedlichen Strategien. Sie sehen, Kronenzeitung und Standard liefern sich hier ein ähnliches Match, wie sie es mit ihren Homepages tun. Das heißt, beide um die 300.000 auf Facebook. Und jetzt wird es spannend. Standard hat aber auch, und ich habe jeweils nur den Hauptaccount genommen, da gibt es jeweils Nebenaccounts von allem. Der Standard hat aber 300.000 Follower auf Twitter, die Krone nur 30.000. Das lässt Rückschlüsse aufs Publikum zu. Sie können aber auch dann Parallelen ziehen, wenn Sie danach sehen, wie die Parteien agieren. Wer wo wie stark ist. Ansonsten Kurier, Presse, Heute, OE24, alle stark darauf vertreten, dass der ORF hier relativ schwach unterwegs ist, hat etwas mit den gesetzlichen Restriktionen auch in Social Media bereits unter dieses, bitte korrigieren, wenn das nicht ganz... Es ist auch Unternehmenspolitik. Genau. Nicht so stark mit den eigenen Produkten und das Geschäft zu besitzen. Vor allem die Zahlen sind ja auch, wenn man schaut, eigentlich lächerlich. Lächerlich, weil sie ignorieren, und da kann ich sagen, das habe ich wirklich vor vielen Jahren schon gesagt, wie Facebook entstanden ist, wie Twitter entstanden ist. Social Networks sind nicht Unternehmen. Das, was da als Fanpages für Facebook dann für das Geschäftsmodell gemacht wurde, widerspricht ja dem Grundgedanken. Widerspricht ja dem Grundgedanken eines Netzwerks von, ich kann das Wort fast nicht mehr hören, auf Augenhöhe. Das ist auf Augenhöhe agierend. Weil letztlich habe ich ja, wenn eine große Institution reingeht, auch wenn es Red Bull ist, die haben 50 Millionen Fans, ja okay, oder Coca-Cola hat es mit 100 Millionen, nicht ganz 100 Millionen vorgemacht, es hat nichts mit dem ursprünglichen Gedanken von Facebook zu tun. Es gibt da, glaube ich, in einigen Unternehmen mittlerweile ein Umdenken, ein Zurückdenken, nicht nur aufgrund der Facebook-Strategie, dass diese Seiten eben nicht mehr unbedingt vorgereiht werden. Aber der Standard 300.000 bei Twitter, kann das sein? Mhm. Ja. Also sollen wir nochmal schauen? Also ich habe es heute erneut, ich hoffe nicht, dass ich mich einmal vertippt habe. Entscheidend lesen. Mhm. Schauen wir mal. Entschuldigung, aber ich denke, das sollte man gleich nachschauen. Das Feine ist ja, dass man das mit
Oder kann es jemand von Ihnen machen? Standard, den Hauptauftritt auf Twitter. 300.000 sollte er haben. 303.000, ja. Und dazu noch zahlreiche Nebenauftritte. Ich meine, es ist böse, aber im Grunde genommen, je mehr du zu sagen hast, desto eher bist du auf Twitter. Ich sage jetzt nicht das andere. Was auch relativ wenig beachtet wird, wir reden dann immer wieder über Plattformen, über neue Parteizeitungen, digitale Parteizeitungen. Gehen wir mal zuerst dorthin, wo sie dann wirklich funktionieren. Die Diskussion hat angefangen durch eine Plattform wie unzensuriert.at. Unzensuriert.at wurde immer in einem Atemzug genannt mit Breitbart News, von dem wir heute schon geredet haben, dieser extrem rechten Plattform in den USA, dieses meistgeteilte Online-Medium am Wahlplatz von Trump. Unzensuriert.at wird immer ganz eng mit der FPÖ in Verbindung gebracht, wehrt sich immer dagegen. Ich sage das hier, ja, es ist ganz eng mit der FPÖ. Der Wochenblick wiederum ist auch ganz eng dort angesiedelt, kommt ursprünglich sogar aus einem Printmedium, einer Wochenzeitung, die die FPÖ in Oberösterreich gegründet hat. Infodirekt ist eine weitere Plattform aus diesem Bereich. Also die Farbgebung da ist nicht ganz zufällig. Letztlich muss man aber sagen, dass die SPÖ ganz ähnliche Mittel anwendet. Die hat auch ihren Parteiauftritt mit 105.000 auf Facebook und hat mit Kontrast.at 115.000. Kontrast.at ist letztlich ein Blog, ist insofern seriöser als unzensuriert.at, Wochenblick und Infodirekt, als ganz klar gesagt wird, so klar es nur irgendwie geht, wer im Impressum wirklich nachschaut, da steht drin, wird gemacht von parlamentarischen Mitarbeitern der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Nur frage ich Sie, was auch schon für Papierzeitungen galt, wer schaut ins Impressum? Wie viele Menschen lesen es? Diese Dinger, ich habe Ihnen jetzt nur die Facebook-Präsenz und die YouTube-Abonnenten hingeschrieben. Unzensuriert.at stehen zum Beispiel keine Abonnenten, aber das beste Video von denen, das dort gelistet ist, hat 140.000 Abrufe. Da geht es um Asylanten und Migranten. Wenig überraschend. Das Profil hat in seiner Ausgabe 34 eine Untersuchung von Spinnwerk, eine Wiener Agentur, zitiert, und das ist die Grafik dazu, die ich bloß anders eingefärbt habe, wie denn das Teilungsverhalten in Österreich ausschaut, analog zu dem, was in der Wahlnacht von Trump geteilt wurde. Ihr müsst jetzt nachschauen, wie der Bereich, also wie lang der Zeitraum genau war. Und Sie schauen, okay, heute, nicht überraschend, heute ist die zweitgrößte Zeitung, wenn man Kaufzeitungen und Gratiszeitungen zusammennimmt in Österreich, mit ungefähr 1 Million Leser, also nicht ganz 1 Million Leser in Österreich, natürlich nahezu ausschließlich in Wien, Niederösterreich, Burgenland. Kronenzeitung, okay, würde auch nicht überraschen, älteres Publikum vielleicht deswegen hinten, in Wien natürlich ohnehin hinten, da ist heute schon Länge wesentlich stärker von der Reichweite als die Kronenzeitung. Und dann kommt schon der Wochenblick. Dann OE24, dann kommt schon Kontrastblock von der SPÖ. Der Standard, nicht so viel von unzensuriert. Unzensuriert vor der Presse. Warum ist das so? Das ist glaubwürdig, das ist deshalb so, weil österreichische Parteien immer noch zu den mitgliederreichsten, jetzt in Bezug auf die Bevölkerung, weltweit gelten. Das heißt, es sind Mitgliederparteien, wo ich letztlich über WhatsApp-Gruppen und so weiter dann durchaus Befehlsausgaben machen kann, beziehungsweise ich schule die Funktionäre auch entsprechend. Es war früher oder über viele Jahre eine ganz große Stärke der FPÖ, dass sie die weitaus höchste Social-Media-Disziplin hatte. Es hat etwas damit zu tun, wie klassische Medien wahrgenommen werden. Das haben wir zuerst gesehen, wo die meisten klassischen Medien sind. Die FPÖ hat versucht, sich eigene Medienkanäle aufzubauen. Im Grunde genommen nichts anderes, wie es die Parteizeitungen nach dem Zweiten Weltkrieg gab und wie es eine einzige in Österreich noch gibt, in Oberösterreich. Diese hohe Disziplin haben FPÖ,
Anhänger und Mitglieder und Funktionäre nach wie vor. Wir werden das bei diversen Zahlen danach noch sehen. Aber natürlich ist das eine Schablone gewesen für Parteien, die zuletzt dann nicht mehr ganz so erfolgreich waren. Wo kann ich nachholen? Wo kann ich etwas tun? Und bei allem, wie die SPÖ oft krank gebetet wird derzeit, das ist immer noch eine sehr mitgliederstarke Partei. Das heißt, sie geht genau in die gleiche Richtung. Leute, teilt unsere eigenen Medien. Leute, teilt nicht immer von mir aus irgendetwas, was euch aufregt, was euch ärgert, weil das ist ein gegnerisches Medium. Teilt unsere eigene Sicht der Welt. Und wenn Sie sich Kontrastblock anschauen, das ist gut gemacht, muss man ganz offen sagen, das ist gut gemacht, nach PR-Kriterien gut gemacht. Und die meisten Leute, die es lesen, halten es für Journalismus. Das ist die einzige Folie, die Sie wahrscheinlich schon kennen, die bringe ich seit längerem, nur als Ausgangsbasis, damit Sie mal sehen, wie denn das noch vor 2 Jahren war. Vor 2 Jahren im Herbst hatte Van der Bellen 29.000 auf Twitter, hatte Kern 17.000, Strache 14.000 und auf Facebook Strache 428.000, Kurz 333.000. Ich habe das damals rausgekitzelt, um zu zeigen, was Kurz während des Präsidentschaftswahlkampfs gemacht hat. Er hat enorm auf Social Media gesetzt, dass er da vor allem Strache nahe kommt oder Strache auch überholt. Und da unten die Vergleichszahlen der Amerikaner. Wir haben es, glaube ich, heute schon erwähnt. Trump hat mittlerweile auf seinem privaten Account 55 Millionen. Bei Clinton habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Obama 102 Millionen. Ich zeige Ihnen das deshalb, das sind die Zahlen von heute. Ich habe sie alle gerundet. Bei Bandana Koga habe ich es vergessen zu runden. Das Match wird immer noch knapper. Also absolutes Kopf an Kopf. Und jetzt kann man Kritik üben, wie man will. Wenn eine dem Vernehmen nach in den Augen der Bevölkerung offenbar sehr erfolgreich agierende Bundesregierung, weil so gute Umfragewerte nach einem Jahr Regierung haben noch wenige gehabt, so viel Wert auf das legt, dann muss etwas dahinter stecken. Denn es kostet ja Geld. Wenn man diese Fanpages nicht mehr betreut, dann sacken die relativ schnell runter. Denn das ist ein Match, beide nähern sich der 800.000er Grenze. Das geht also bei Strache in Richtung Verdoppelung innerhalb eines Jahres. Das geht bei Kurz deutlich über das hinaus. Und vor allem, das sind Dimensionen, wo beide im Bereich amerikanischer Spitzenpolitiker liegen. Wenn Sie sich das mal im globalen Vergleich anschauen, es gibt wahrscheinlich kaum einen politischen Markt auf der Welt, wo Politiker so stark personalisiert versuchen, auch auf Facebook präsent zu sein. Twitter ist was ganz anderes. Es war ja auch ganz spannend, wenn Sie diesen Sonntag geschaut haben, da war statt einer Pressestunde, wurde aus dem Landesstudio Vorarlberg eine ganz hochkarätige Diskussion ausgestrahlt, unter anderem mit der Frau Redding, ehemalige EU-Kommissarin, dann war noch dabei der Spitzenkandidat der SPÖ für den nächsten EU-Wahlkampf. Nein, der europäische. Der Timmermans, genau, und so weiter. Also hochkarätig besetzt. Und da war genau einer nicht auf Twitter. Das war der Landeshauptmann von Vorarlberg. Der braucht es nicht im regionalen Bereich. Ich meine das überhaupt nicht. Im regionalen Bereich ist, in den Bundesländern spielt Twitter keine Rolle. Es braucht auch kein steirischer Politiker Twitter, beruflich gesehen. Aber in der EU, alle, die irgendwie sind dahinter Van der Bellen, kein Wunder. Aber auch schon in Stellung gebracht, wie wichtig das ist. Wenn Sie zuerst gesehen haben, wo Kern angefangen hat mit 13.000, Randy Wagner fängt schon mit 50.000 an. Deswegen habe ich da beide hingeschrieben. Die Beate Meindl-Reisinger fängt mit 40.000 an. Das ist parteiübergreifend ganz klar das Instrument zur Steuerung der öffentlichen Meinung. Wobei man relativieren muss, weil viele der Likes sind gekauft. Und ja. Der Marktpreis ist 7 Cent, teilweise 5 Cent bei den Like-Profis. Mhm. Die heißt tatsächlich so. Ich weiß, ja. Und der Zuwachs beim Strache zum Beispiel ist ja auch in 50.000 Schritten gekommen. Das ist auffällig. Ich würde die Relativierung wieder relativieren. Das Problem ist ja, das Ganze wird ja gar nicht gemacht dafür, sondern dafür, dass klassische Medien darüber berichten. Genau. Und die berichten ja immer nur drüber, hat so und so viele Fans und berichten nicht mehr drüber, wie hoch die Interaktivität ist. Die Facebook mit gutem Grund auf den Fanpages jetzt auch gar nicht mehr zeigt. Ja.
Wenn Sie schauen, früher wurde auf der Fanpage ausgewiesen, wie hoch die Interaktivität ist. Man konnte, wenn man so klug gewesen wäre, ich weiß nicht, damals den Wahlsieg von Van der Bellen sehen. Denn normalerweise haben bei gleicher Fanzahl, von mir aus eines schwarzen, eines grünen, eines roten und eines blauen Politikers, waren bei gleicher Fanzahl die blauen die weitaus höhere Interaktivität, weil sie am professionellsten dort drin agiert haben. In den letzten zwei Wochen vor der Präsidentschaft, war das im Dezember 2016, ist das gekippt und plötzlich hatte Van der Bellen mit deutlich weniger Fans eine deutlich höhere Interaktivität als Hofer. Das war ein klassisches Indiz, was da passiert ist. Man hat es dann im Nachhinein sich anschauen können, es war zurückzuführen nahezu ausschließlich auf das Video, ein Interview mit einer KZ-Überlebenden, einer Auschwitz-Überlebenden. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Das hat eigentlich vor allem dafür gesorgt. Das wird jetzt, ich weiß nicht, warum Facebook das nicht mehr anzeigt, nicht mehr ausgewiesen, aber ist auch natürlich die wesentlich spannendere Frage, als wie viel ich habe. Das im Grunde genommen wird das gemacht für die Sekundärberichterstattung der klassischen Medien und wenn wir ganz ehrlich sind, wir fliegen permanent drauf rein. Weil nur in der Sekundärberichterstattung wird man dadurch groß. Ich glaube, das hat sich wahrscheinlich auch Hermann Schützenhöfer gedacht, weil der hat nämlich jetzt weniger als letztes Jahr. Das heißt für mich, die ÖVP hat in der Steiermark offenbar die Strategie, ist nicht für den Chef, lass mal. Ja, also ich interpretiere, also wenn jemand da ist, der es besser weiß, also ich würde so interpretieren, dass man diese Anstrengung nicht mehr unternimmt, würde in ein Gesamtbild einer neuen ÖVP hineinpassen, die nämlich zuerst nicht ausgelassen wurde, aber sie hat keinen Parteiauftritt auf Facebook, keinen gemeinsamen. Offenbar, die lernen gelernt, Facebook ist nichts für Institutionen de facto. Es geht wesentlich besser über die Person kurz. Muss man halt dann die nächste Person entsprechend aufbauen. Will ich an der Stelle widersprechen, weil ich immer wieder von Hermann Schützenhöfer Sponsorwerbung doch noch bekommen. Ja. Okay. Also sicherlich in den letzten drei Monaten okay. Zweimal. Ich habe nur gemerkt, ich habe die Zahlen von genau vor einem Jahr, wir sind hier gestanden am 22.11.2017, da war die Zahl bei Schützenhöfer deutlich höher. Also die war um die 23.000, 24.000. Schickhofer hat sich deutlich gesteigert, war damals noch drunter. Ganz klar, der investiert da hinein, ist für SPÖ-Verhältnis, für einen Regionalpolitiker dort sehr gut unterwegs. Das sind Dimensionen, die sie sonst auf landespolitischer Ebene nur FPÖ-Politiker erreichen, quer durch Österreich. Und Kunacek profitiert natürlich enorm von seiner Bundesrolle und wird sicher extrem viel rein investieren, weil das für ihn natürlich auch ein Bindeglied ist, mit dem man den Abstand zur Steiermark überwinden kann. Und durchaus spannend, wie stark zwei Kommunalpolitiker da schon draufsetzen. Das ist dann durchaus weitsichtig, würde ich sagen. Und hier habe ich Ihnen von heute nochmal aufgelistet, jeweils alles, was über 10.000 ist, 5.000er gerundet, weil es sich ja permanent verändert. Sie haben hier die Followerzahl auf Twitter und haben hier die Zahl der Tweets. Sie haben einen einzigen Twitterati, bei dem ich die Zahl der Tweets nicht gerundet habe, in Bewunderung für meinen Freund Andreas Koller, der mit nur 833 Tweet auf 35.000 Follower kommt. Ein wahres Wunder an Effizienz. Das heißt, er verbringt wirklich nahezu keine Zeit damit und schafft es trotzdem. Also muss sagen, das musst du mal schaffen. Das zeigt letztlich wahrscheinlich auch die Qualität seiner Artikel. Aber was spielt sich dort oben ab? Ich interpretiere, glaube ich, nicht zu viel, dass es durchaus ein Ziel des Herrn Bundeskanzlers sein könnte, dass da bald einmal eine höhere Zahl steht als links beim Herrn Journalisten oder Herr Enkermann. Armin Wolf stagniert übrigens. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er weniger beliebt ist, sondern weil er viel radikaler als nahezu alle anderen ausmistet. Das heißt, wenn Bots kommen, wenn Anonyme kommen und so weiter, sofort sperrt und blockt und so. Was ich mir natürlich auf so einem hohen Niveau leisten kann, aber auch viel Arbeit ist. Er hat das angekündigt, er hat das verfolgt, er macht seitdem wirklich ganz konsequent. So wie er sich konsequent aus Facebook eher zurückgezogen hat und dafür in einem weiteren Zug sein eigenes Blog propagiert. Eine ganz klare persönliche Strategie. Was Sie hier vor allem sehen, ist die wahre ORF-Stärke im Social-Media-Bereich. Es sind im Grunde genommen
seine Journalistinnen und Journalisten. Er ist natürlich der bei Weitem größte journalistische Arbeitgeber im Land, der einzige Arbeitgeber, der eine vierstellige Zahl an Journalisten beschäftigt, von denen sehr, sehr viele sehr erfolgreich darin agieren. Mit ganz unterschiedlichen Strategien. Armin Wolf ist sicher, man muss sich nur die Zahl seiner Tweets anschauen, 82.000. Einer, der es auch mit Leidenschaft, nicht nur aus professionellen Gründen erledigt. Aber Sie sehen natürlich auch, warum einerseits Twitter in Österreich nicht das Tool ist, wie es zum Beispiel in den USA existiert, wo nahezu alle Bevölkerungsschichten sich auf den unterschiedlichen Dingen dort tummeln. Und zwar einfach, das ist ja auch respekteinflößend. Das ist auch abschreckend. Na, da, der ist es. Bei dem ist es ja der Job zu schreiben. Da sind ja die Barrieren dann deutlich höher als woanders. Und sich Twitter dadurch bei uns noch nicht zu dem entwickelt hat, was es in den USA längst ist, nämlich der Ersatz für eine Nachrichtenagentur. Im chronikalen Sinne ist es in den USA längst so. Der Hanno Settele war, als er noch drüben war, ORF-Korrespondent, hat gesagt, im Grunde genommen brauche ich eigentlich keine Agentur mehr. Er sagt, letztlich ist Twitter schneller dort und das ist halt meine Fähigkeit als Journalist, eine vertrauenswürdige von einer nicht vertrauenswürdigen Quelle zu unterscheiden. Das stimmt ja auch. Das hat es, korrigiere mich bitte, also in Österreich noch nicht geschafft. Noch nicht geschafft, muss ich sagen, zum Glück, insbesondere für die regionalen und lokalen Medienmacher, auch jetzt für Regionalzeitungen, für die Landesstudie des ORFs, da ist ihre Kompetenz in dem Bereich noch vollkommen unangetastet. Ist aber durchaus eine Strategie eben von Facebook, von Twitter in diese Märkte hineinzukommen, denn dort, ja, für Twitter wird es eh notwendig, noch ist es kein wirkliches Geschäftsmodell, es fehlen immer noch die Gewinnzahlen, weiterzukommen. Letztlich habe ich Ihnen noch so als Zuckerstreusel etwas mitgebracht. Es gibt ja in den letzten Monaten, wir hören das vom Medienminister, wir hören das vom Bundeskanzler, wir hören das vom Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG auch, ganz starke Bemühungen, Facebook, Google und Co. zu bändigen, sagen wir mal so. Einerseits, wir haben es schon gehört, mit dem Leistungsschutzrecht, andererseits, was Steuerzahlen betrifft. Und drittens vielleicht in Zukunft, ob es nicht wirklich einmal ein Medium wird, ob man nicht wirklich auch Verantwortung für seine Inhalte übernimmt. Naja, dann werden Sie sich fragen, was hat denn das jetzt dazu mit zu tun? Ich habe Ihnen hier einfach so als Ausgangsbasis hingeschrieben, das sind die öffentlichen Werbeausgaben, wie sie in der Medientransparenzdatenbank erfasst werden müssen. Sie müssen nach einer gewissen Zeit gelöscht werden, aber wenn man sie sich immer brav notiert hat, wie das zum Beispiel hier mein Informant, der Verband der Regionalmedien getan hat, dann kommt man auf diese Summe. Es waren also ziemlich 45, wahrscheinlich im Schnitt um die 50 Millionen pro Quartal. Die Quartale sind unterschiedlich. 50 Millionen Euro, also 200 Millionen Euro so ungefähr. Jetzt waren schon 215 Millionen, das ist leicht sinken, wir sind jetzt bei 190 Millionen. Öffentliche Ausgaben für Werbung. Ohne diese öffentlichen Ausgaben für Werbung könnten klassische Medien schon nicht mehr existieren. Und zwar viele klassische Medien in Österreich nicht mehr. Nur über die Privatwirtschaft wäre das nicht zu machen. Also müssten wirklich einige Zeitungen und Sender zusperren. Hier sehen Sie, wie sich die Ausgaben jener öffentlichen Hand, die Google, Facebook, Instagram und Co. bändigen will, in diesem Bereich erhöht haben. Das waren 2013 noch 500.000 Euro und sind im zweiten Quartal 2018 schon 2,3 Millionen Euro. Mir ist schon klar, dass es da einen gewissen Druck gibt, auch in das Ganze hineinzugehen. Nur es erhöht nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit, wenn ich einerseits sage, Moment mal, die müssen sich an die Regeln halten, die müssen sich an all das halten, was wir zum Funktionieren unserer Demokratie festgelegt haben, dass es von mir aus eine nicht legitimierte vierte Gewalt gibt, die aber gewissen Regeln getroffen ist, und zugleich sie mitzufinanzieren. Diese Ausgaben wachsen ständig, sie sind von ursprünglich, sehen Sie noch, 1% von vor 5 Jahren, als wir hier das erste Mal Social Media Panorama gemacht hat, auf mittlerweile im Schnitt 5% gewachsen. Geht eher steil hinauf. Wenn Sie sich all das davor angeschaut haben, dann gehe ich davon aus, dass es unter dieser Bundesregierung, die sagt, sie wird, oder die Mehrheit, die Regierung davor sagt, sie wird versuchen,
die digitalen Giganten in Österreich zu bändigen, wir machen jetzt auch eine Auswehrplattform und all das, sie wird diese Ausgaben nicht unbedingt zurückschrauben. Das heißt, das Agieren in dem Bereich ist durchaus zwiespältig. Wenn Sie sich anschauen, wie wichtig letztlich Glaubwürdigkeit nicht nur für Medien ist, sondern für jede öffentliche Institution, Sie schauen, wie die Politik vor allem durch den Glaubwürdigkeitsverlust leidet. Wenn die Glaubwürdigkeit sämtlicher politischen Institutionen weit unter jener von Medien, auch wenn Medien deutlich eingebüßt haben in den letzten Jahren, dann glaube ich, ist das etwas, was man sich noch wesentlich genauer anschauen muss. Und jetzt habe ich Sie wirklich sehr, sehr lange gequält und glaube, dass ich mit diesem Tweet enden darf. Nein, das ist kein Tweet. Ich habe Ihnen am Ende noch eine Entschuldigung abgedruckt, die ich Ihnen in Erinnerung rufen will. Das ist etwas, was ich nicht müde werde, auch in Deutschland immer wieder zu zeigen, weil das dort als unfassbar gilt, dass zumindest einer der Akteure noch agiert. Der Vizekanzler der Republik Österreich und sein vielleicht einflussreichster, bekanntester Journalist, vielleicht der Einkommen oder ein Einkommen des ORF, muss sich der Vizekanzler der Republik Österreich bei ihm öffentlich entschuldigen, unter anderem in der Kronenzeitung, mehrere Wochen in Facebook. Ich habe am 13. Februar 2018, das war übrigens die Nacht von Rosenmontag auf Faschingsdienstag. Das stimmt, ich recherchiere so etwas. Ich recherchiere so etwas wirklich. In einem Posting auf meiner privaten Facebook-Seite, private Facebook-Seite ist wichtig, das ist nämlich die, wo er nur 5.000 hat, aber unheimlich viele Abonnenten und dann würde er nach ihrer Rechnung eigentlich auch schon wieder unter das Journalistische fallen. Da ist die Rechtsprechung dann für ihn verhängnisvoll. Erklärt, es gibt einen Ort, wo Lügen und Fake News zu Nachrichten werden, das sind der ORF und das Facebook-Profil von Armin Wolf. Diese Behauptung war unrichtig und ich entschuldige mich bei Armin Wolf und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des ORF für diese unzutreffende Aussage. Ausdrücklich halte ich fest, dass ich Dr. Armin Wolf stets als höchst korrekten und professionellen Journalisten erlebt habe. Meine eingangs zitierte, auf meinem Facebook-Account veröffentlichte Aussage ziehe ich daher als unwahr zurück. Das hat damals für relativ viel Aufsehen gesorgt. Vom Westdeutschen Rundfunk, vom Norddeutschen Rundfunk abwärts sind die Beistände gekommen. Es hat seitdem einige Sachen aus dieser Ecke weiter gegen den ORF gegeben. Es gibt sie weiterhin. Vor einer Woche hat der Redakteursrat des ORF ganz laut Alarm gerufen. Ich kann Ihnen nur als Abschluss einen Appell wirklich wieder an Sie richten. Denken Sie darüber nach, was unsere Demokratie ohne herkömmliche Medien bei all ihren Schwächen und Fehlern, die sie mitunter machen, leistet. Und denken Sie darüber nach, ich hoffe, ich habe ein paar Beispiele bringen können, warum das gefährlich ist, was damit passieren kann, wenn diese Entwicklung, für die der Social-Media-Bereich einfach der Himmel ist, so weitergeht. Ich glaube, dass klassische Medien, das vor allem Journalismus, und das sage ich natürlich als Berufserhalten, ich bin gelernter Journalist, unverzichtbar für die Demokratie ist, wenn er seinen eigenen handwerklichen Regeln nicht widerspricht. Das heißt, ich mag das Wort Qualitätsjournalismus nicht, es gibt einfach Journalismus, es gibt keinen Journalismus, wenn er sich einfach daran hält. Danke für die Aufmerksamkeit. Lieber Peter, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zum angenehmen Teil über. Wir haben, weil heute so viele gekommen sind, das Café da drüben auch noch angemietet. Ich würde Sie bitten, dass Sie noch bleiben, die Fragen dann im Gespräch an Peter Bleichner richten und ein Brötchen noch essen und ein Glas Wein oder ein Mineral noch mit uns trinken. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind und bitte kommen Sie mit uns. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!